Ding ist hier, ein Schlüssel für alle drei Zellen zu haben. Der Polizist daneben ist das scheißegal. Ihm auch. Was, ich bin frei? Ich kenne kein Labor. Ich will die Vasen zertrümmern. Das hier Dabei ist habe ich nicht Zelda nie Pokémon. gespielt. Nicht Zelda ist gar nichts. Hier auf. Die Tür ist fest verschlossen. War. Ah. Jetzt war sie es. Ist hier irgendwas von Interesse drin? Nö. Fleht, meine Freunde, seid frei. Feinde. Feinde, Die haben uns geschnappt, als wir heimlich nach Orkus verschwinden wollten. Das ist alles nur eure Schuld. Bless, okay. Nächste Fall ab der. An. Warte, ihrem? Okay. Nimm Gürtel, Länge, Schlüssel. Schlüssel nehmen, ja. Liftschlüssel. So. Nächste Fall abwärts, so. Okay. Was ist nur weißt, ein? Welcher Lift gemeint ist? Da war sie hin. Ich dachte schon, hier hat's weggesperrt. Nein, weiß ich nicht. Wo gibt es in dieser Stadt einen Lift? Muss es hier wirklich in dieser Stadt sein? Okay. Es ist in dieser Stadt. Wie setze ich den Liftschlüssel ein? In dem Lift. Einfach so reinschmeißen, okay. Ja. Auf dem Boden funktioniert das schon. Gut. Genau. Muss ich dafür wieder hochlaufen? Nein. Wohl, aber die Richtung stimmt schon. Lift. Lift. Tut mir leid, die Benutzung ist auf das Zelda verboten. Habe ich die noch nicht bekämpft? Doch, hast du. Ich kann nicht flüchten, ne? Nein. Das Tolle ist jetzt nämlich, wenn du da unten bist und hochfährst, um dich zu heilen wieder, ne? Musst du sie nochmal bekämpfen und den Skaterjungen. Jedes Mal aufs Neue. Nur runterfährst und wieder hoch. Deswegen würde ich versuchen, möglichst unten wenig Schaden zu fressen. um dann unten irgendwo eine Heilungsstation zu finden, nach Möglichkeit. Wo die ist, weiß ich nicht mehr. Gegen 38. Glaubst du nicht, dass es ein bisschen underpowered ist? So leicht, ja. Aber was soll ich sonst machen? Alles andere ist kaputt. Echt? Wow. Ja. Stimmt ja, da war ja was. Deswegen habe ich ja gefragt, ob ich flüchten kann. Das wäre ja nicht das Problem, wenn die dieselben Pokémon hätte wie am Anfang, ne? Aber hat sie ja nicht. Was kannst du noch schaffen? Ja. Den Skater aber eher nicht. Weil ich meine, ich rein theoretisch auch in der Arena das Ding nutzen könnte. Längerer Weg, aber ein Kampf weniger. Eben. Bist du, glaube ich, sogar schneller gehen. Aber viel längerer Weg. Sind aber schon. Einmal aus der Tür raus und hoch. Ja. Muss die jetzt eh machen. Ja. Weil nur mit Nachtare den Skater zu besiegen? Ah, wird schwierig. Wird eine Herausforderung, ja. Unglaublich. So wenig Geld. Hatte sie einen Stimmbruch gekriegt oder so?
Unglaublich. Also, wie gesagt, das ist verboten. Gibt's die Dinger nicht auch untragbar? Das wäre mal eine Innovation, die man machen müsste. Hallo, du. Muss ich die jetzt nochmal bekämpfen? Vielleicht. Lift-Schlüssel, nicht der Schlüssel. Und die Musik dazu. So, glaube ich, die normale Musik wieder, oder? Weiß es nicht. Meine Damen und Herren, verehrte Zuschauer, herzlich willkommen beim Orkus-Kanal. Grüßen wir heute in der Sendung einen ganz besonderen Gast. Es ist unsere geliebte Venus. Hallo Orkus, ich Venus, aller Venus, grüß euch herzlich, wirklich. Was denn? Egal, ist gut. Das war jetzt ja Deutschverwirrung. Es ist kurz vor drei. Heute habe ich eine wichtige Mitteilung für euch alle. Es gibt schreckliche Neuigkeiten. Ich bin keine Frau. Anscheinend befinden sich Spione unter uns, hier in Orkus. Details sind noch nicht bekannt, aber ich bitte euch ganz dringend, die Augen offen zu halten und verdächtige Personen umgehend zu melden. Ich freue mich jetzt schon auf eure zahlreichen Hinweise, enttäuscht mich nicht. Herzlichen Dank, verehrte Zuschauer, das war Madame Venus. Und damit endet unsere heutige Sondersendung. Aber so ganz ehrlich. Unglaublich, wieso wissen die schon, dass wir hier sind? Nicht reden. Ja. Jetzt unterbrich mich einfach und red weiter, das ist echt nett von dir. Tut mir leid. Was war jetzt? Genaue Details wissen wir noch nicht, aber wir wissen, dass es ein genervter Junge und ein nerviges Mädchen sein dürften. So. Hm. So eine Art, so. Wir müssen vorsichtig sein. Genau, schrei durch die Halle, dass ihr Verräter seid, das ist super. Komm ich an dem irgendwie vorbei? Warte, wir einfach mit ihm reden. Doch, bist du kein Verräter. Das ist eine ganz normale Stadt da unten. Achso, okay. Gut, auch eine ganz normale Stadt wird ja gekämpft. Nicht immer. Madame Venus ist wirklich eine sehr vorsichtige Person. Außer im Fernsehen bekommt man sie so gut wie nie zu Gesicht. Ich habe so eine grobe Idee, wer das sein könnte. Ja. Total abwegig, aber hier der weißhaarige Typ. Venus? Ja. Also Venus wirst du auf jeden Fall schon mal treffen, los nicht. Ein Getränkeautomat, möchtest du etwas trinken? Halt 50, halt 60, halt 80. Achso, steht da auch in der Ecke. Jo. Was mache ich überhaupt mit meinem Wissen, wenn alles erklärt wird? Existieren. Stimmt. Manche Schriftzeichen in deutschen Spielen, oh mein Gott. Weißt du, wie das so deutsch ist? Krieg ich die Tür irgendwie auf? Nö. Keine Tür, ist eine Stahlwand. Auch gut. Shop. Du redest mit den Leuten nicht. Weil ich Angst habe, dass ich gegen die Leute kämpfen muss. Du hast deinen Mantax und so wieder repariert, das ist alles so in Ordnung. Gut. So viel dazu. Ich
mir oder im Orkus? Das seid doch ihr, oder? Hey, ich hab doch recht, oder? Oder? Stimmt, ihr seht doch gar nicht wie Spione aus. So. Einfach mal ja sagen, das wär's. Habt ihr es auch schon gehört? Hier soll Spione sein. Irgendwie aufregend, oder? Klar. Pass mit deinem Stock auf. Ja. So einfach ist das. Nein, wenn ihr wirklich Spione wärt, würdet ihr das nicht so einfach zugeben. Haha. Du meinst Weiße Haus laufen? Ach übrigens. Ich bin Spion. Wenn ihr in das Kolosseum wollt, nehmt ihr am besten das UFO. Ihr habt doch einen Disc dafür, oder? Ja. Dann ist ja alles klar. Was? Erkunde erstmal den Rest des Bereiches. Bitte UFO das auswählen. Ja, nee, ist gut. Später. Schupp. Wenn wir das UFO eigentlich eine tragbare Version von den tollen Schwebeplattformen ist, aber egal. Willkommen an den Shop. Kann man hier irgendwie... Oh, TMs. Was haben wir? Stärke... Ach, ich darf raten, was da drauf ist. Okay. Ich kann dir sagen, was das ist bei meistens. Fangen wir mal vorne an. Merke dieser Attack. Das ist... Geheimpower. Nee, warte. Kraftreserve heißt das. Kraftreserve, okay. Gegner einfrieren kann. Blizzard? Wahrscheinlich. Oder, ja, müsste das sein. Oder Pulverschnee. Okay. Aber eher Blizzard. Das wird entweder Solarstrahl oder Hyperstrahl sein, glaube ich. Das ist Hyperstrahl. Hyperstrahl, okay. Wann auslegt die Schäden, Lichtschild? Ja. Schütz könnte aber Fingern erst versagen, keine Ahnung. Schutzschild. Schutzschild, okay. Für eine Statusveränderung, Bodyguard. Bodyguard, jo. Donnerschlag, der Paralyse wirken kann. Donnerschlag? Eben. Donnerblitz, jo. Donnerschlag einfach. Donnerschlag, okay. So, dann ist das da. Was ist denn das? Spiegelschild? Das ist Lichtschild. Das ist jetzt Lichtschild, okay. Dann war es auch noch was anderes. Ja, warte, Reflektor ist das so. Reflektor, okay. Kraftvorfahrt, die geht verwenden kann. Feuersturm. Feuersturm, jo. Einkauf beenden. Das ist schwierig. Meister davon wirst du eh nicht brauchen. Ja. Wenn wirklich, dann kann man immer noch später hierher kommen. Treppe, wo führst du hin? Wie du einfach mit keiner Person redest. Ich rede beim Runtergehen. Madame Venus ist für Orkus. Nein, für mich persönlich ist sie eine Göttin. Für Venus würde ich alles tun. Sie ist immer... hat Venus gesagt. Was? Springt von der Klippe, hat Venus gesagt. Also. Sie sind immer ganz nah. Und doch so weit entfernt. Ach, Venus. So ganz nah und doch so weit entfernt. Schmacht. Ja, nun. Ja. Die alte Geschichte von einem alten Mann an. Ach komm, ja. Früher gab es mal einen Mann, der hat in Minen von Orkus ein wahres Vermögen gemacht. Ich frage mich, wo er jetzt ist. Und ob er wohl sein Vermögen weise nutzt. Ich sag da gar nichts mehr zu. Der Typ daneben mir steht schon die ganze Zeit so komisch da. Sieht mich so komisch an und so weiter. Findet er mich einfach so toll oder was? Ha! Ja. Ich denke, der Typ daneben mir, der so so verdächtig einkauft. Was? Das ist bestimmt ein Spion. Ich kaufe. Ein B und möchte lösen. Sieh nicht so an. Das merkt ja noch was. Boah, Kind, nee. Ich sorg ihn nicht auch noch, das ist mein Job. Dich hatte ich schon.
Gibt es hier irgendwo Türen seitlich oder sind nur vorne? Hallo. Habt ihr schon gehört? Darkin, ein Krypto-Vorsitzender, ist besiegt worden. Kann es sein, dass jede deiner Stimmen irgendwie unglaublich langsam ist? Nicht alle. Fast alle. Ein paar sind relativ schnell. Ich meine, ich muss ja irgendwie langsam sprechen und so weiter. Mit die Queen ist das auch schon der zweite. Der Gegner muss wirklich ziemlich stark sein. Hi! Na klar, ich kann ja noch schneller sprechen, aber dann versteht man es wieder nicht. Außerdem verlese ich mich dann schneller. Und du hast schon wieder Leute ausgelassen. Kann ich wahr sein? Wo? Ja, mit denen du nicht geredet hast. Wo? Der da oben? Zum Beispiel. Da komme ich jetzt hin. Gleich. Lieber Rank. Nee, steht jetzt eigentlich zweimal da. Findet Übertrank, hält Übertrank. Ist doch Sack, hupf wie gesprungen, Jacke wie Hose. Aber in der Klasse ist doch gar kein Geld. Von vorne ansprechen. Ich komme im Grand Hotel Orcus. Die Übernachtung kostet 1000. Möchtet ihr euch den Luxus gönnen? Naja. Ja, Alter, es ist uns auf jeden Fall, wenn ihr wieder in der Stadt seid. Okay, kann ich also mich heilen. Luxus. Ja, luxuriöser als das Ding oben in Pyritus. Das ist wohl wahr. Mit zwei Holo-Kugeln. Was? Der Fernseher dann alle drehen sich rum. Meine Damen und Herren, verehrte Zuschauer, herzlich willkommen beim Orcus-Kanal. Madame Venus, bitte. Hallo Orcus, ich Venus, euer Venus. Grüße euch herzlich. Ich habe schlechte Neuigkeiten. Die Spione, von denen ich vor kurzem berichtet habe, sind anscheinend immer noch auf freiem Fuß. Bitte meldet euch sofort, wenn ihr sie entdeckt. Ist das schnell genug? In Ordnung, ja. Ist das nur wirklich ein paar Stimmen, die da sprechen, wirklich echt langsam? Vor allem die meistens so sprechen. Herzlichen Dank, meine Damen und Herren, werte Zuschauer. Das war Madame Venus und wir verabschieden uns bis zum nächsten Mal. Der Fernseher ist aus, alle drehen sich wieder rum. Tja. Den darfst du jetzt auch wieder machen. Mein Partner ist wirklich clever. Seine Pläne funktionieren immer. Allerdings frage ich mich manchmal, warum ich derjenige bin, der die Prügel abbekommt. Du redest mit dem Falschen. Mein Partner ist wirklich clever. Allerdings... Verstanden, wenn die Spione auftauchen, stehe ich abseits und strecke sie mit meinem lauten Schrei. Und wenn sie dann verwirrt sind, greifst du an und machst sie fertig. Das ist der Plan. Was wollt ihr? Wir haben eine wichtige Sprechung, stört uns nicht. Übrigens, vielen Dank, dass ihr mir die geheimen Infos gegeben habt, die ihr uns überwältigen wollt. Diese Venus finde ich widerlich. Sie ist viel zu jung und benutzt viel zu viel... Aftershave. Viel zu viel. Was soll diese Anbieterei? Venus, euer aller Venus, ist doch lächerlich. Es ist meine Venus. Hast du nicht erwartet, oder? Doch, irgendwie schon. Davon mal abgesehen. Es sind alte Männer im japanischen Spiel. Das kann einfach nicht anders sein. Warum hast du so gestockt, als du gesagt hast, die benutzt zu viel eben? Weil ich mich nicht entscheiden konnte, zu viel wovon. Ach so, natürlich. Zu viel Botox, zu viel Parfüm, zu viel Schminke, was weiß ich. Ich fand Aftershave ganz okay. Ah, Spione, sind Spione. Nein, Spione werden bestimmt viel stärker aussehen. Meine Fehlentschuldigung. Wenn du wüsstest... Boah, der Intelligenzquotient in dieser Stadt. Ja, so. Wenn du wüsstest, wie stark nervend diese Frau hinter dir sein kann. So. Ja. Dafür musst ich... Du musst sehr stark sein, um die auszuhalten. Das glaubst du gar nicht. Also, wir haben wieder ein Holo-Center. Wenn auch ein nicht ganz intaktes. Dreht doch einfach mal mit dem Kerl. Der dreht sich und dreht sich dabei.
Wenn man im Kolosseum das Turnier gewinnt, bekommt man von Madame Venus persönlich ein Krypto-Pokémon überreicht. Irgendwann werde ich auch antreten, dann hole ich mir mein Krypto-Pokémon. Aber vorher werde ich üben, und zwar mit dir. Komm, los! Ich wollte doch gar nicht, ungenau deswegen spreche ich Leute nicht an. Rasapiscio. Kämpft er mit Wasser? Zufällig. Warum? Ich hatte recht. Piscio, Piscus, Fische. Ah, wusste ich gar nicht. Das ist ein Sternzeichen. So. Trotzdem sagt mir doch dieser Fachbegriff nichts. Hätte ja sein können. Gut, Mandax ist hier nutzlos. So viel ist klar. Nutzlos. Nutzlos. Wobei, Bodytech vielleicht. Wow. Das könnte so gehen. Du kannst einen Flügelschlag nehmen, das schadet dir nicht selbst. Stimmt, den gibt's ja auch noch. Dreifach Kick auf Kappador. Kappador. War Kappaloris, aber okay. Ich weiß, das war Absicht. Das ging schnell. Kappadoris. Ah. Das ist so ein Kappador namens Doris. Kappadoris. Und Wailoat. Wie passt das Ding eigentlich hier unten in die Minen rein? Verstehe ich gar nicht. Siehst du da? Das ist ein sehr hohes Gebäude. Naja. Jetzt neuerdings hochgemacht, ja. Ganze 2 Taten. Mhm. Ich komme jetzt unglaublich stark vor. Sicher, dass du nicht vielleicht doch... Nein. Nein, ist alles einfach, richtig. Einfach wechseln willst. Solange du nicht irgendwann anfängst, mit Blubstrahl auf mein Ohr zu gehen. Ich bin so stark. Hatte ich nicht vor. Ich glaube, das hat auch Hatsu Urbsober, ne? Ich kann sein. Außerdem guck dir das an. 6 Schaden, das ist doch nix, ist das. Was ist denn, wenn du Riesendingen. Kannst du Voltilan wahrscheinlich noch trainieren damit ein bisschen? Warte. Ampharos. Ampharos. Hm. Ich hab auf jeden Fall alle durchgehabt. Ja. Weißt du, was eigentlich eine Bedingung dafür ist, dass sich Barschwa entwickelt? Nee. Muss besonders hübsch sein. Aha. Wirklich. Und wo haben wir das festgemacht? Es gibt in der Edition, in der Barschweine existiert, also seit der Rubin Saphir, gab es ja die Wettbewerbe auch. Mhm. Und da gab es halt Klugheit, Schönheit, Stärke, Coolness und eine 5. Kategorie. Und diese Werte konntest du einzeln hochpushen. Und wenn du die Schönheit so hoch wie möglich hattest und dann... Ui, hohe Auflösung durch Dorfnexe. Wow. Wer hätte das gedacht? Mhm. Wenn man das hat. Ich geh weg, keine Fremdwerbung. Dann so und so, ne? Mhm. Hab ich voll vergessen, was ich sagen wollte. Geil. Und dann entwickelt sich Barschwa. Ach ja, stimmt, genau. Bei Levelaufstieg. Wenn ich hier schon verliere, wie soll ich dann im Kolosseum siegen? 800. Okay. Hat er auch noch gesagt, ne? Wie soll ich siegen? 800. Und ich werde trotzdem Kolosseum siegen und ein Krypto-Pokémon gewinnen. Du lernst langsam, ha? Huh? Wow, es sieht sauber aus, wie man es von einem Krankenhaus erwartet. Hallo. Du. Du. Okay. Als die Minen in Orkus noch im Betrieb war, arbeitete der alte Kerl aus dem Schrotthandel als Lokführer bei der Bahn. Hat er auch mit Schrott gehandelt. Er saß nur drin. Fragt sich nur, wo es in Orkus überhaupt eine Bahn geben soll. Ich habe jedenfalls noch nie eine gesehen. Mein Enkel ist vor kurzem seinem Verein für Kinder beigetreten. Kids Network oder so ähnlich. Und ich weiß, wer das gegründet hat. Hm?
Seitdem haben wir immer weniger Ersatzteile im Lager. Oder kommt mir das nur so vor? Was sind das für Teile? Das da sieht aus wie ein relativ gering auflösender Gewehrlauf. Kann sein. Warum gibt es hier eigentlich keinen Grundeingang? Eigentlich irgendwas mitnehmen. Das sieht alles interessant aus.